Hallo und herzlich willkommen bei Buschkraft Berlin-Brandenburg. Heute möchte ich euch mal zeigen, was ich so an Ausrüstung bei Tagestouren bei habe. Also, wir fangen an. Hier oben mein Rucksack, ca. 30, 40 Liter. Ja, halt ein Rucksack mit Seitentaschen, Innentaschen, Haken-Molle-System. Dann habe ich dabei meinen Zunderbeutel, natürlich der obligatorische Feuerstahl. Etwas Kienspan, Birkenrinde und hier drin etwas Harz, bisschen eingepackt in Folie. Mein Hobokocher, falls man mal unterwegs was zu essen bereiten möchte, mit dem entsprechenden Karaklot. Ja, Zunderdose, verpackt beides in diesen Nylonbeutel. Zum bisschen Spaß haben, die Zwille mit etwas Kiesel, ein paar Kieselsteine als Munition für unterwegs. Ich lade den Beutel immer mal wieder nach, wenn ich irgendwo Kieselsteine finde. Stahlkugel im Wald rumballern. Mit Stahlkugel im Wald rumballern ist nicht so wirklich das Wahre, glaube ich. Dann habe ich noch dabei ein Beutelchen mit Schnurkrempel. Hier so eine normale Gartenschnur. Diversen Paracord drinne, Reste, Anschnitte. Und ja, ihr habt recht, ich habe eine Katze. Mit eben so verschiedenen Schnurarten, Sorten. Unter anderem auch hier so ein Sternchengarn für feine Bastelarbeiten. Bisschen Schleifpapier. Naja, man weiß ja nie, wenn man bastelt, kann man sowas immer dabei haben, ist es brauchbar. Dann haben wir einen kleinen Spiegel. Notsignale absetzen. Gucken, ob ich dreckig bin. Auch nicht verkehrt. Natürlich die Mülltüte für Sachen, die man wieder mitnehmen muss, welches oder von anderen mitnehmen muss. Eine kleine Jutetüte, Jutebeutel. Naja, um Pilze sammeln, irgendwelche Sachen einzusammeln, die ich jetzt nicht tragen kann, die zu kleinteilig sind oder wie auch immer. Jedenfalls, um was zu sammeln. Was haben wir noch? Mein Survival-Kit, den üblichen mit Ersatzmesser, Feuerzeug, naja, Tampon, Schnur und so weiter. Feuerzeug nochmal extra separat dazu. Ein Kugelschreiber, ganz wichtig, zur Selbstverteidigung im Wald. Ne? Das Spielzeug habe ich mir mal irgendwann aus Jux zum Gedanken gekommen, mal zum Hammer funktioniert es, also kann man nichts sagen. Habe ich schon ein bisschen was mit rumgehämmert. Die Schrauben funktionieren nur auf beiden Seiten. Klinge ist recht scharf, kann man auch mit schneiden. Also, ja, gut, Bäume kann man damit nicht fällen, aber Äxte, Stecker mit Spalten oder ähnliches, das ist schon nicht schlecht. Und hier hinten hat es ja auch noch diverse Werkzeuge drin: so eine Säge, Hakenlöser, Nagelfeile. Logischerweise auch, na, mit einer Hand macht sie das doof. Logischerweise nochmal eine Klinge, die ist aber nicht, naja, scharf ist was anderes, sag ich mal. Okay, das dazu. Dann haben wir natürlich das obligatorische Schweizer Messer mit Haken zum Anhängen. Das normale Schnitz, Arbeitswerkmesser. Ja, muss ich auch mal wieder schärfen. Für die groben Arbeiten natürlich hier mein großes Haumesser. Ich lege mal meine Hand drauf, damit ich ungefähr, naja, ist es nicht so lang. Aber es liegt gut in der Hand, lässt sich recht gut mitarbeiten. Wie man sieht, auch schon ordentlich benutzt. Die Klinge hat hier vorne auch schon so ein paar Dellen drin. Ja, ich muss ein neues haben, glaube ich. Das sieht schon nicht mehr schick aus. Seht ihr das? Oh, ey. Ist mir jetzt das aufgefallen. Oh, ist ja peinlich. Naja, egal. Jedenfalls bisher gute Dienste hier leistet. War auch nicht so teuer, war mal irgendein Angebot. Das ist No Name. Genauso wie diese No Name Säge. Man kennt die. Zack. Diese übliche Bushcrafter Säge, die sie alle haben. Ein Corny-Riegel für Energieschub unterwegs. Ein paar Bonbons gegen den trockenen Mund. Die Taschenlampe darf natürlich auch nicht fehlen. Man geht ja manchmal in den Keller, Lost Places und so, sage ich nur. Die Ersatzbatterien dafür.
Dann habe ich dabei hier mein Multitool, das übliche, wo auch alles dran ist, mit der passenden Tasche. Natürlich etwas Sonnenmilch bei dem Wetter. Kleine Stirnlampe. Die Handschuhe fürs Grobe, fürs dreckige Arbeiten, für schmutzige Sachen, wenn es mal nasskalt draußen ist. Hier natürlich mein Analogkompass noch. Nicht. Digital ist gut, aber sowas ist Gold wert mit der passenden Tasche. Die gehört eigentlich da rein. Dann habe ich noch dabei ein kleines Fernglas. War mal ein Werbegeschenk. Nicht schlecht. Für draußen im Wald Rehe beobachten und so weiter. Schon nicht schlecht. Dafür reicht es auf jeden Fall. Natürlich die Erste-Hilfe-Tasche. Darf mir auch nicht fehlen. Genauso wie das Bandana dazu. Nicht. Beziehungsweise für Sonnenschutz und so weiter. Ja, und das war es im Großen und Ganzen schon. Diese Lampe nehme ich natürlich nur beim Overnighter mit. Das ist so eine kleine Batterielaterne. Eigentlich hat sie zwei Stufen, aber ich erkenne immer nur eine. Egal, reicht. So, und diese Sachen werden jetzt natürlich in diese kleine Gürteltasche verpackt und in diese beiden selbstgenähten Taschen, sagen. Ah, Gürteltaschen. Ich habe ja Gürtelschlaufen ran gemacht. Seht ihr ja sicher. Ja, und da war übrigens mal ein alter kaputter Rucksack. Den habe ich zerschnitten und was Neues draus gebastelt. Deswegen ja Bushcraft. Okay, das war es eigentlich schon. Und das sind so die Sachen, die ich eigentlich bei Tagestouren mit mir rumstellen. Also natürlich kommt dazu jetzt noch was zu essen und was zu trinken. Meine obligatorische Thermoskanne voll mit dem Kaffee. Die darf nicht fehlen, sonst werde ich krank. Oh, womit wir dann auf ein Gesamtgewicht kommen von schätzungsweise 5 bis 6 Kilo. Und hier läuft jetzt unser Woody Waldmann durch die Gegend. Miau, willst du auch deine Meinung sagen? Dann macht es. Okay, also, das war es dann soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr noch Vorschläge habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und schaut wieder rein. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.